So, meine Freunde, es ist Zeit, das Deutsche Reich ein für alle Mal in die Weltgeschichte des Universums zu drücken. Auf gut Deutsch gesagt, wir vernichten die Deutschen. Die Frage ist nur, was mache ich mit den Deutschen, wenn ich mit denen fertig bin? Mache ich ein Omelett draus? Schnitzel? Bier? Wodka? Rum? Gorbatschow? Am Ende des Tages zählt vor allem eins, die komplette Ausrottung der deutschen Rasse in Hearts of Iron 4. Darf ich sagen, ist gegen Deutschland deswegen legitim und erlaubt. Andersrum wäre es nicht genehm, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen die Russen ausrotten oder so. Das wäre nicht in Ordnung. Wäre wobei aktuell schon. Das wäre nicht in Ordnung. Wenn ich sagen würde, wir wollen die United States, das wäre überhaupt no. Das kann ich nicht mal aussprechen, ansonsten wird das Video gesperrt. Wollen wir natürlich nicht. So, und die Deutschen sind jetzt Geschichte. Selten so einen langweiligen Krieg. Ja, wobei. Ganz langweilig war er jetzt auch nicht. Was? Digga, willst du mir jetzt sagen? Ich kann echt nur die Staaten übernehmen? Wir können keine Puppet... Ah, das kann sein, dass es geskriptet ist. Das wäre asozial. Wir werden es gleich sehen. Könnte gleich ein Event geben. So. The Occupation of Germany. Das Ding ist, ich würde dir alle gerne bei. Wir probieren das jetzt einfach mal mit Belgien aus. Bread of Belgium. Belgien wird Puppet. Ah. Puppet. Puppet. Okay, was auch immer das sein soll. Puppet. 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 Ah. Meins. The destruction of the Reich. We have succeeded. Millions of men have given their lives. Das stimmt nicht. Also nicht auf unserer Seite. Europa wurde in einen dritten Weltkrieg geschmissen, aber wir waren siegreich. Pavel Bartov, we shall hand over the reins to the KPT eventually. Soviet Military Administration. Gut. Okay. Und jetzt? Fuck, für einen Freund. Kann man einfach die Stabilität erhöhen? Stabilität ist ja komplett im Keller. Okay, also wir haben jetzt irgendwie den Krieg gewonnen. So, jetzt machen wir weiter mit den anderen Vögeln. Restore order to the Southwest Red Army Command. Die brauchen nicht glauben, dass ich jetzt hier irgendeinen verschone. Erstmal machen wir weiter. Haben jetzt natürlich auch eine schön juicy Produktion. So. A rationing in the reconquered lands. Dann machen wir mal hier Rebuild, Rebuild, Rebuild. Ich weiß ja nicht, ob die sich auch mal ergeben oder irgend so ein Blödsinn. Oh, Rebuild Moskau. 15% Stabilität, 10% Stabilität. 10% Stabilität. Jawohl. Create Nevskigrad. Nevskigrad ist Königsberg? Ah ja. Division Speed minus 60 für 100 Tage. Minus 1,3 Millionen Population. Auf gut Deutsch gesagt, wir bringen die alle um. aber cool, das ist auch... Ey, Digga, ich hab bald keine politische Macht mehr, Alter. Digga. Einzige, was ich weiß, wir müssen jetzt dann erstmal jede Menge Zivilfabriken bauen, weil die ja sehr krass gebufft werden, habe ich gerade gesehen. 30% Civilian Construction Speed. Plus, wir können jetzt eigentlich forschungstechnisch uns dann auch langsam... um die anderen Punkte kümmern. Ich finde es so schön, dass die USA uns die ganze Zeit unterstützen. Ich habe die Deutsche, ich bin in der Zwischenzeit mal fürs Protokoll, ne? Ah, oder auch nicht. Wir sind sehr stark. Ne? Das ist alles wir. Wir sind sehr stark und die Amis denken sich so, ah ja, lass mal den Russen helfen.
Nicht, dass sie da nämlich gegen die Seifenblasenmaschine verlieren. Zum Beispiel den Don. Da, da. 2300 plus. Da können wir jetzt uns wirklich schon mal ein bisschen auf andere Bereiche fokussieren. Plus, ich hasse das mit dem Gummi. Spannende Musik im Hintergrund gedödelt wird. Was? Dnipropetrovsk. Die haben alle Namen, das kann auch keiner aussprechen, Mann. Nichtsdestotrotz. Die Renovation of Moskau und auch hier wieder Stabilität. Also Stabilität ballern wir richtig hart drauf, ist dann gleich. Dankeschön für die ganze alte Ausrüstung. So, das wird einfach gekerngebietet wahrscheinlich, denke ich mal, relativ schnell, oder? Oh. Holla. Sagt es doch mal einer hier. So, Germany surrenders. Okay. Habe ich so irgendwas mit... Hä? Die haben doch schon lange aufgegeben. Reintegrieren können wir jetzt hier nichts. Waren das Kerngebiete noch? Ja, 19 Millionen. Schutzstaffel-Ordenstaat gibt es ja auch nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass Schutzstaffel-Ordenstaat Gotenland dazu zählt. China gäbe es noch. Und die Union of Soviet Socialist Republics. Hä, das bin doch ich. Wenn ich mit mir selber im Krieg bin, dann kann ich das freischalten. So, den SS-Ordenstaat werden wir zerstören. Die mag eh keiner. 280 Fabriken, sehr juicy. Und dann machen wir jetzt weiter mit der Sache, die wir schon lange machen wollten. Mit Wirtschaft, Massenproduktion 2 soll nur der Anfang sein. Leibstandarte. Digga, der lebt schon lange nicht mehr, ne? Oh, nee, es ist wieder verbuggt. Oh. Mann. Ich hätte so gern gesehen, wie wir die gerade platt machen. Und die 150.000 Mann. Och, nö. Achso, okay. Wir sind automatisch rübergelaufen. Das war jetzt aber weniger ein Feature als ein Bug wahrscheinlich, dass wir da rübergelaufen sind. Normalerweise funktioniert das ja eigentlich nicht. So, dann machen wir hier weiter mit dem Ganzen. Noch mehr Fabriken in einem Start. So. Bin nur die Frage, ob... Ne, geht nicht. Hätte ja sein können. Das war jetzt eine relativ schnelle Nummer. Dann bleibt noch der Don. Oh, da gibt es noch so viel Zeug. Oh, dazu der Don. Estland gäbe es noch. Die anderen Gebiete habe ich interessanterweise direkt so bekommen. Und da hat sich auch nichts dran geändert. Warum hat denn der nur Platz für 12? Was soll denn der Scheiß? Was ist denn das für ein Idiot? Oh. Ey, das geht mir schon auf den Sack, wenn du so einen Trottel hast, der keine Soldaten anführen kann. Oh, was ist denn das hier? Kleine Kästchen liefern wieder Waren. Kleine weiße Kästchen. Ich bräuchte politische Macht irgendwo her. Da, 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 da. 10%. Ja, dieses Accidental Famine, das killt schon ein bisschen. All Garden Retreat. Dictatorship. Wir sind doch gar keine Dictatorship. Das ist eh auch Fake News. Meisten Soldaten sind auch relativ erfahren an sich. 300 Fabriken. Gut, Waffen haben wir jetzt. Ja, das sieht doch besser aus. Pass auf, dann können wir jetzt dann trotzdem nochmal hergehen. Und ich würde auf alle Fälle mal Field Hospitals mit reinpacken. Noch eine Artillerie. Dann können wir jetzt mal kurz gucken, wie das meine komplette... Ja, Support Equipment. Support Equipment und Artillerie sagen beide ciao. So. Kein allzu großes Problem gerade. Wie lange dauert denn das, so ein Ding zu bauen hier? 1,5 bis 2... Ja, dauert schon ein bisschen. 2 Monate.
Ist okay. Könnte schlimmer sein. Fünf? Ich will das jetzt auch ein bisschen mit Gewalt, ne? Für 7 Produktionseffizienz, das war das andere. Das war wieder Stabilität für 35 Tage. Das, ach so, ich dachte, das ist permanent. Also ich mache das jetzt trotzdem halt, einfach, dass wir es gemacht haben, aber das wird unsere Stabilität noch gut runterhauen. Das ist der große Nachteil daran. Ich meine, klar, wir machen das Zeug hier, was ja auch alles mit Stabilität bringt. Aber trotzdem. Nochmal Stabilität. Decisions to reintegrate the Far East. Naja, wir holen uns jetzt erstmal den Don Free State. Der geht mir hier schon den ganzen Tag auf den Sack. Ihr könnt aufhören zu trainieren. Ja, wir sind inzwischen 680.000 Mann im Feld. Also das ist immer noch nicht genug. Frankreich hat 1,2 Millionen. 1,6. Also knapp 2 Millionen Mann haben diese drei Nationen hier. Plus der Irak. Der Irak ist nicht ernst zu nehmen. Ich finde es aber auch schön, dass sich keiner einmischt. Also sie finden das alle total okay, dass ich mir jetzt hier einen Staat nach dem anderen einverleib. Ist egal. So nach dem Motto, solange die anderen angreifen, greifen sie uns nicht an. Jetzt rennen dann noch alle so schön schnell. Dankeschön. 317 Fabriken. Nächstes Ziel ist dann die Kuban. Wer sind denn die Kubans? Ah, hier. Jetzt wollte ich hier schon Dings-Konsole aufmachen. Hier, Kuba. Kuban People's Republic. Statt so böse zu schauen, hätte er vielleicht mal ein paar Soldaten rekrutieren sollen, hm? Wo ist er denn jetzt da unten? 5. Jetzt haben wir keine britische Macht mehr, ne? So. Dann haben wir 6. Und 8 brauchen wir, glaube ich, ne? Ne, maximal 10. Oh. Das ist ekelhaft. So. Construction Speed und Krams. Die AKM. Das wird jetzt auch eine relativ schnelle Sache. Dankeschön an die Vereinigten Staaten, meine alten Freunde, die uns seit Jahren schon helfen. So. Der Osten wird wieder integriert. Domination. Domination haben wir nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich die mir aus dem Arsch ziehen soll. Major Construction Projects. Ich finde das so schön, was es alles so für Sachen gibt, gell? Wirklich nicht Stabilität minus 1. Nein. 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 Die Stabilität geht immer weiter runter. Gibt es denn Möglichkeiten? Ja, Improved Worker Conditions gäbe es halt. Aber dafür habe ich auch keine politische Macht. Da gäbe es jede Menge Sachen zum Aufbauen. Ja. Aber erstmal kann ich da tatsächlich nichts machen. So, Recovering from Economic Downturn ist hier dann erstmal weg. Efficiency Retention und Efficiency Cap, minus 10% fällt damit raus. Das ist ganz nice. Return of Soviet Might gibt uns... ja, ein paar Sachen, die ich gar nicht so toll finde. Die Frage ist, gibt es irgendwo nochmal einen neuen Fokusbaum oder sind wir jetzt schon am Ende angelangt? Das wäre halt die Frage, die man sich natürlich jetzt hier stellt. Wir sollten vielleicht auch nochmal... ah, wobei nur ein Gummi, echt? Was soll der Geiz? Habt ihr jetzt schon trainiert eigentlich?
So, das war ja nochmal nice. Machen wir das hier. Weil es einfach diese Abzüge nochmal mit entfernt. Accidental Vermin ist auch weg. 0,82 politische Macht. Stabilität ist auch wieder ein bisschen besser. Bei 43%. Aber ist natürlich immer noch nicht ideal. Dann haben wir 7. Wie gesagt, das geht immer 5 Wochen. Das sind immer 10%. Das heißt, ich bin am Ende des Tages so oder so bei 0. Warum geht das runter? Hä? Old Garden Retreat. Was ist das für ein Scheiß? Wie kriege ich den Scheiß weg? Das ist tatsächlich problematisch. Mein Gott, am Ende des Tages, wenn wir 0 haben, haben wir 0, dann ist mir das auch irgendwo scheißegal. Könnt ihr alle machen, was ihr wollt, das ist mir dann auch wurscht. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, die können mich eigentlich alle am Arsch lecken. Also halt. Ist mal hart ausgedrückt, aber ist halt so. Nein, klar, wir verlieren immer mehr politische Macht. Aber ändern kann ich daran jetzt auch nichts. 780.000. Wir brauchen auf alle Fälle 1,5 Millionen Mann. 2 Öl und 2 Gummi. Ich finde es relativ faszinierend, dass die einfach dann auch Öl zur Verfügung stellen, die Dinger. Ja, gut, wir haben. Rein theoretisch haben wir Öl ohne Ende. Das ist jetzt nicht das Problem. 14.500. Die sind auch teurer als alles andere, ne? Auch nicht die hellste Entscheidung von mir, darauf zu gehen. Ganz ehrlich. Wir werden sowieso auf 0 Stabilität runtergehen. Da kann ich mir jetzt auch politische Macht holen. Scheiß doch drauf. Halt echt. Halt, wen juckt's? Wir verlieren Stabilität ohne Ende. Durch den anderen Gaucho. Wir werden sowieso auf 0% runtergehen. Kann das ins Negative gehen? Nee, eine Base kann glaube ich nicht runtergehen unter 0. Ah, da kenne ich mich jetzt auch gerade nicht so aus, muss ich gestehen. Wenn das Base bei 0% ist, ist es bei 0. Dann geht es nicht weiter runter, normalerweise. Das dürfte jetzt eigentlich nicht weiter runtergehen, soweit meine beschränkten Hartz auf einen 4 Kenntnisse mir jetzt weiterhelfen. Ja. Ja, ja, ja. Gibt es hier jede Menge Sachen, die wir restoren können. Es gibt uns viele Fabriken. Also enorm viel. Das Wichtigste für uns wäre eigentlich alles, was Stabilität einfach bringt. So, 8. Ending the military government in Germany. Ein Jahr, seitdem wir Deutschland unter unsere Kontrolle gebracht haben. Es ist an der Zeit, die militärische Besatzung aufzugeben und eine Regierung zu installieren. Die Soviet Military Administration, KPD oder DVSP, Deutsche Volkssozialpartei oder Kommunistische Partei Deutschland. Wir nehmen die da. Ist das Socialist Republic of a Foreign Power? Okay. Ah, sind das jetzt meine Schoßhunde oder nicht? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, tatsächlich. Doch, ja. Haben wir schon ein paar Truppen wieder ins Feld geschmissen, die Deutschen, ne? Fleißig. Fleißige Landsmänner. Das Einzige, was mich jetzt hier juckt, ist halt wieder das mit der politischen Macht. Ich sag, Stabilität geht nicht weiter runter. Da sind wir ganz unten angekommen. Dann brauchen wir noch 2 Punkte, dann müssten wir das Maximum haben, dann gehe ich mal davon aus. Haben wir dann den Punkt erreicht, um da den rechten Weg zu gehen? Reunification of Tschechoslowakia. Wahrscheinlich eher nicht. So, das
Mach mal nicht. Das machen wir auch nicht. Wir spannen. Wir machen jetzt gar nichts. Rebuild the Kremlin. Gibt uns Manpower politische Macht. Keine Star hier. 5 Stabilität. Ah, nochmal politische Macht. Sehr schön. Ne, decreasen wollen wir es natürlich nicht. Ostpreußen zu Polen geben. Geht nicht, weil es kein Polen gibt. Und Dänemark, wenn sozialistisch wäre, könnte man denen sogar ihre ehemaligen Gebiete wiedergeben. Dummerweise, Alter, ich habe voll verpennt. Dummerweise für sie sind sie es nicht. Na, Ausrüstung sieht auch sehr gut aus. Da will ich jetzt sogar mal ganz dreist sagen, wir bauen Fighter und Cass. Nicht viel, halt ein bisschen. Hm. Ja, wo gehen denn die ganzen... Also, jetzt habe ich tatsächlich nicht genug Öl für den Scheiß. Malaysia. Wir werden zwar nachher durch die Forschung ein paar extra bekommen. Aktuell haben wir ja 1. Haben eine Produktion von 9. Das wird 10. Das wird dann noch bis 20, sind wir bei 30. Ist natürlich immer noch nicht so viel, aber ist rein theoretisch auch besser als nix. Übrigens auch übelst nice gewesen, das Ding in der Mitte. Hätte aber dann natürlich Western Economic Opportunities oder Paternal Autokraten hätten wir sein müssen. Was jetzt beides nicht unbedingt der Fall war. So, nochmal Agitprop um 1 rauf. Damit fehlt dann nur noch eine Stufe. Und wir können sogar noch jemanden den Krieg erklären. Und zwar würde ich sagen, Estland klingt zuerst mal sehr nice. Erstmal kurz alles löschen. Estland. Die Deutschen haben ja Estland damals nicht klein bekommen. Das liegt einfach daran, dass die Deutschen inkompetent waren. Wir werden das nicht sein. Restore Order to Estonia. 60.000 Mann. Gegen 867.000. Da wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Und so wie es ausschaut, upgraden die damit auch direkt unsere anderen. Gehe ich mal von aus. Ja, sehr praktisch. Und hier nochmal 10% mehr Ressourcen. Das ist auch gut. Ja, wie erwartet, das ist ja ein easy Ding. Und die Armee ist gleich wieder, hey, ihr braucht Sachen. Hier, wir liefern euch Sachen. Krieg, Krieg. Wir lieben Krieg. Wir lieben Ausrüstung im Krieg. Wir lieben Krieg sowieso. Ja, und damit war es das auch schon. Die haben jetzt relativ schnell eingegliedert. Sehr schön. So gefällt uns das doch, oder? Das sieht doch schön aus. Das nächste wäre an der Stelle dann die... Das, die, ja, dann nehmen wir erstmal die anderen. Da, die nehmen wir als nächstes. Dann kann ich dann auch besser an die Karkassen da rankommen. Das sind die, die man auskocht. Soweit kenne ich mich dann doch noch aus. So, nochmal politische Macht. 9 und damit würde ich an der Stelle sagen, bin raus für heute und nächste Folge wird sich dann der Weg der Sowjetunion wahrscheinlich entscheiden. Bis dahin wünsche ich einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.